Mann, muss die denn immer ihren Kram rumliegen haben? Und du brauchst gar nicht so zu grinsen. Das hat nichts damit zu tun, dass diese Bella beim Billard gewonnen hat. Mhm. Da sollte man doch meinen, so eine gemeinsame Nacht würde was ändern. Gemeinsame Nacht? Mit der? Selbst wenn, da würde eh nichts passieren. Die hat nicht mehr alle Latten auf dem Zaun. Ja, das kann ja richtig lustig werden. Olli will unbedingt, dass seine Schwester bleibt und ihr jagt euch dann die ganze Zeit durch die WG. Toll. Wir hatten echt gedacht, ihr werdet beste Kumpel. Ich meine, zwei Autoschrauber, zwei Handwerker. Und eine Zicke. Fragt sich, wer hier die Zicke ist, Andi. Hallo? Ach, hallo, Herr Bender. Ja, ich würde gern noch meinen Urlaub ein bisschen verlängern. Diese Woche noch. Super, danke. Andi, irgendwann musst du wieder arbeiten. Du musst entscheiden, was mit Brandnerbau passiert. Arno hat dir seine Firma vererbt und will, dass du sie weiter... Komm, behalt's für dich. Ich hab keinen Bock auf diesen ganzen Kram. Ich werde nachher zu Emilia auf die Party fahren und es richtig krachen lassen. Hoffentlich kreuzt da nicht diese blöde Bella auf. Ich will mich nicht immer richtig amüsieren. Da musste ich noch stundenlang mit diesem Typen auf dem Krankenhausflur warten, ja? Mann, ey, der geht mir so auf den Keks. Bella, Andi und du, ihr beide seid euch so ähnlich. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch total gut verstehen. Den blöden Macho kannst du mir nackt auf den Bauch binden. Weißt du denn jetzt schon, ob du bleibst, bis wir die Ergebnisse vom DNA-Test bekommen? Jetzt komm schon, dein Vater wird damit klarkommen, er ist erwachsen. Ich wünsche, das wären deine Gäste auch. Hey. Hi. Ach, ich bin gleich wieder da. Und, wie geht's deinem Finger? Ist noch dran. Verdammt. Ciao. Alles klar? Nee. Das Bahnhof hat heute Eröffnung. Ich habe Emilio die alte Eismaschine verkauft. Und? Ja, ich habe gesagt, dass ich sie persönlich vorbeibringe, aber du siehst ja, was los ist. Ich komme hier nicht weg. Ich würde es ja gern machen, aber ich muss gleich aufs Gestüt. Ich bin eh schon spät dran. Ich kann das doch machen. Ich habe heute frei. Mit deinem Finger. Ist doch bloß ein Kratzer. Du weißt doch, wenn Frauen hauen. Müssen Weicheier ins Krankenhaus. Ich schaff das locker. Komm, ich helf dir. Ich bin ja immerhin auch schuld an dem Ganzen. Danke, es geht schon, ist nicht so schlimm. Verdammt. Nicht so schlimm, ha? Huh? Genau. Wenn du so weitermachst, ist die Eismaschine bei Njordan, bevor du da angekommen bist. Okay, wie du willst. Also, wenn du unbedingt willst. So, und jetzt nicht fallen lassen. Ein paar kluge Sprüche auf Lager. Nee. Dieses Baby wird uns so viele Mojitos und Caipirinhas bescheren. Vielen Dank. Kein Ding. Hier, bevor wir es vergessen, die Kohle für Olli. Schön, danke. Ja, also wir öffnen nachher im kleinen Kreis die Vase. Also wenn du willst, kannst du vorbeikommen. Deine Freundin natürlich auch. Das ist nicht meine Freundin. Emilio? Ja. Das ist die Schwester von Olli. Nee, ja. Vielleicht. Hi, ich bin Bella. Hi, Emilio. Also wie gesagt, die Einladung steht. Wenn du willst, komm vorbei. Ja, cool, danke. Gut, fix mit der Kiste, bitte. Warte, warte. Wo geht er? Arno. Ist ja auch mal ein schräger Name für eine Bar. Weißt du, wenn man Bella heißt und keine Ahnung von nix hat, hält man am besten die Klappe. Mhm.